Hallo zusammen, hier ist wieder Jella und heute wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs und heute ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir einmal finden und erkunden und dann Dracheninseln und das schimpft sich einmal Belagerung der Drachenfluchfestung und dann heißt es noch Doppelpunkt, jetzt schauen wir mal, Snackangriff. Und was müssen wir dafür machen? Füttert Böff in der Phase 1 des Szenarios Belagerung auf die Drachenfluchfestung mit 20 Snacks für Böff. Wer ist Böff? Böff ist so ein Frosch hier, den kann man nämlich mit Snacks füttern. Und der Angriff der Drachenfluchfestung, der beginnt alle 2 Stunden, immer zur ungeraden Zeit. Also ich habe jetzt gerade 19 Uhr, dann um 21 Uhr und so weiter. Und den haben wir immer hier unten in der Drachenfluchfestung, das sieht man auch hier mit dem Horn. Und jetzt müssen wir in der ersten Phase, wo der Frosch hier seinen Wagen runterzieht, einfach so Schnecken looten. Die sind links und rechts überall, liegen die rum. Und das Ding ist, ihr schlagt euch mit anderen Spielern um diese Schnecken. Also die kann jeder aufsammeln. Es gibt insgesamt 50 Stück. Und diese 50 Schnecken sammelt man auf, geht zu dem Kollegen hin, hat dann hier einen Extra-Button, drückt den Extra-Button und wenn man insgesamt 20 verfüttert hat, hat man das Achievement fertig. Das müsst ihr nicht in einem Event machen, sondern ihr könnt auch jedes Event nur 1 oder 2 füttern. Je nachdem, wie viele andere Spieler hier sind, kann es halt sein, dass viele andere euch das wegklauen und dementsprechend ihr das Achievement dann halt erst langsam zusammen progresst. Ihr könnt es, wie gesagt, alle 2 Stunden machen, ist das Event. Da gibt es auch am Ende einen Lootsack, beziehungsweise es gibt ja auch ein bisschen Ruf, wenn ihr es abschließt. Mehr ist es nicht. Ihr habt halt so lange Zeit, bis die Phase 1 läuft. Sobald die Phase 2 läuft, also sprich, wenn der Frosch hier oben angekommen ist, ist die ganze Sache vorbei und dann gehen halt Phase 3, 4 und 5 weiter, bis ihr am Ende den Boss tötet. Ich zeig's nochmal. Das richtige Horn, wann das losgeht, seht ihr normalerweise hier auf dieser Klippe. Das ist etwa bei den Koordinaten 29, 79 und das zeigt dann an die Zeit, bis es startet. Und sobald es gestartet ist, ist es quasi über dem Szenariobereich. Gut, das war es eigentlich, was ich an Infos geben kann. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das Ganze ein bisschen weitergeholfen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachfarmen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.